Ich grüße euch, Freunde des Entitos. Willkommen zurück zu Dead by Daylight und zur nächsten Folge. Kamera schaut drüber. Heute ein Video von Susei. Er oder sie spielt den Ritter. Und wir schauen kurz in Perks und Addons, bevor es hier wieder richtig schön saftig wird. Ja, gespielt wird mit zwei gelben Addons. Einmal dieser Klumpen, der dafür sorgt, dass die Wachen die Überlebenden 4 Sekunden länger jagen. Und dieser Zettel oder Steckbrief, der sorgt dafür, dass die Patrouillenstrecke schneller erstellt werden kann und man kann sie auch 10 Meter weiter erstellen. Also gute Addons, kann man schon sagen, für die Patrouillenstrecke. Dann wird gespielt mit Unterdrückung, tödlicher Verfolger, Barbecue und Chili und ansteckende Angst. Auch ein sehr interessanter Perkbild. Ich bin gespannt, was uns hier geboten wird. Das Ganze passiert natürlich auf Larrys Gedenkinstitut. Wo ist schon gleich jemand gefunden? Eine Mac. Was eigentlich an sich eine gute Map ist für den Ritter. Ja, moin, wo bist du denn, Alter? Der Jonah kommt einfach so mal vorbeigelaufen. Und da wird auch einfach mal die Mac geopfert, ne? Ja, der Jonah, der kennt keine Verwandten. Und opfert einfach mal eben so gerade die Mac. Ja, hier ist noch jemand am Generator. Es ist eine Yui. Okay, Palette wird weggeschmissen. Jede Palette auf Larrys, die weniger da ist, ist der Killer im Vorteil. Ja, Paletten müssen alle weg. Wie gesagt, es ist so verwinkelt auf Larrys. Aber für den Ritter eigentlich ganz praktisch. Durch seine Minion-Fähigkeit kann er ja die Survivor sehr gut spotten. Es geht ja auch durch Wände hindurch. Und wir haben hier jetzt auch den ersten Survivor am Haken. Ja, es war ein erster schneller Down aufgrund von Jonah, der die Mac so ein bisschen geopfert hat. Dann wird eine Patrouillenstrecke in den Keller hinein erstellt. Und zwar vom Kerkermeister. Und dann wird hier nochmal beim Generator geguckt. Jo, hier waren sie wieder dran. Und erstmal Untersuchung drauf. Und dann hat der Kerkermeister jemanden gefunden. Nämlich die eine, wir haben zwei Yuis. Eine Yui ist hier aufgespürt worden, da rennt die andere in den Keller. Aber ich denke, diese hier wird jetzt down gehen. Oh, da kamen Schwingerinos. Ja, ein bisschen Schwingerinski. Ah, kommt einmal der Butcher. Ja, der wird aber gedodged. Ah, jetzt kommt gleich der Schwung. Ich sehe es kommen. Jetzt kann gleich jetzt. Ah, oh. Aber da wird gegrabbelt, da wird gegrabbelt. Was das Zeug hält und schon kommt der Survivor an den nächsten Haken. Und wieder eine Palette weniger, das ist wieder sehr, sehr gut. Ja, jede Palette weniger ist gut. Und dann aber den ersten Generator und es wurde auch gerettet oder beim Heilen ein Skillcheck verhauen. Ja, und dadurch, dass man die Patrouillenstrecke hier weiter erstellt werden kann, kommt man natürlich als Ritter auch an ganz neue Ecken, ne? Jo moin. Und da kommt der nächste. Sehr schön. Ja, da wurde gedownt. Ja, vom Assassin wurde eben gedownt. Die haben sich da geheilt. Oder wollten sich da heilen. Da selber schuld, dass die halt da immer noch da geblieben sind. Weil der eine Skillcheck wurde ja verhauen. Die 4 Generatoren. Und der Druck auf die Survivor wird groß. Der Mac ist bereit, Dead on Hook. Hier ist eine Yui. Hätte man auch einfach so reinschlagen können. Habe ich es auch gemacht. Sehr schön. Und was passiert jetzt? Wir haben jetzt zwei Leute am Haken. Oh, er wird gerettet. Yui zieht durch. Ah, die Mac wird getroffen. Dann kann Yui weitergehen. Der Mac hätte einfach weglaufen sollen. Genau wie die Yui auch. Den Schlag hat sie ja gut getankt. Aber jetzt hätte sie einfach... Oh, da wird auf Holz gehauen. Jetzt nimmt sie Reis aus. Da wird sie wegkommen. Oder auch... Oh, hat sie ja gerade geteapackt. Als ob sie da gerade geteapackt hat. Ich meine, es wäre hart getunnelt. Ja, aber wenn sie jetzt da am Teabacken war, dann let's go. Wieder einmal Unterdrückung auf den Generator. Kerkermeister wäre ready. Erstmal noch eine Einladung einsammeln. Das Ganze spielt nämlich im Geburtstagsevent.
Und Mac ist immer noch hier. Ah, an der Gottpalette. Ja, Palettencamp. Oh, da ist die Yumi. Und da geht sie down. Sie geht down für ihren Mate. Ja, die Mac quasi protected. Das war sehr, 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 sehr ritterlich. Ja, von der Yumi. Ein feiner Schachzug auf jeden Fall. Aber die Gens kommen nicht hinterher. Und die Haken werden immer mehr. Und da ist sogar schon der erste raus. Wow. Sie hat sich quasi geopfert, um die Mac zu schützen. Das ist krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die raus ist halt. Ne? Also, wow. Okay, Generatoren treten, ansteckende Angst. Das hat noch keinen Value gehabt. Und Barbecue hat uns auch noch nicht ganz so viel offenbart hier in der Runde. Aber es wurden einige Haken gesammelt. Der erste Survivor ist raus. Und die Survivor kommen nicht in Schwung. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben hier gerade eine Runde, wo der Ritter richtig dominierend unterwegs ist. Es ist schon fast ein Trauerspiel auf der Survivor-Seite. Jetzt wird hier auf Unterdrückung gewartet. Unterdrückung tut nämlich noch andere Generatoren, also Random-Generatoren, beschädigen. Und sollte da ein Survivor dran sitzen und gerade arbeiten, dann löst das sogar einen sehr schweren Skillcheck aus. Aber, ja, wir sind hier... Oh, da wird ein Generator fertig. Zwei Generatoren wurden gemacht. Und ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, sorry dafür. Ah, ist auf der Suche nach Survivoren und hat hier die Mac gefunden. Oh, rest in peace, Mac. Ja, wird gleich die Palette geworfen, aber Eventfähigkeit regelt. Und jetzt kommt der Schwung. Da geht das Claymore nieder. Ich habe es ja schon befürchtet. Und damit ist der zweite Survivor auch schon aus der Runde. Und das bei den drei Generatoren. Oh, okay. Drei Generatoren wurden gemacht. Jetzt kommen sie so ein bisschen in Schwung. Aber Barbecue sagt uns wieder gar nichts. Obwohl da hinten gerade der Generator fertig geworden ist. Das heißt, hier entweder sind die schnell in den Schrank rein oder es wird hier mit Verzerrung gespielt auf der Survivor-Seite, denn wir haben keine Auren gesehen. Und können die beiden es noch schaffen? Vielleicht mit Stealth-Gameplay und dann Sneaky die Gens machen? Ah, hier sind Kratzspuren, also Sneaky ist dann jetzt auch nicht mehr. Aber Larrys bietet, wie gesagt, viele Ecken, ja, wo man sich verstecken kann, wo man outplayed werden kann als Killer. Aber Yui wurde hier aufgespürt. Ja, und hier kommt jetzt der Assassin zum Einsatz. Der aber die Fährte quasi verliert. Also muss man selber hinterher. Es war auch eine interessante Entscheidung gerade mitten in der Chase, obwohl man so close war an dem Survivor dran, eine Wache zu rufen. Okay, aber da geht das Claymore rein in die Yui. Und ja, jetzt wird selber hinterhergegangen. Jetzt wird nichts mehr den Minions überlassen hier. Jetzt muss man mal selber Hand anlegen. Und vielleicht triggern wir sogar... Nee, wird nicht. Ja. Aber jetzt kommt das Claymore. Und ansteckende Angst triggert. Sehr schön. Und geht da, wird gleich hingegangen. Genau, wunderbar. Ah, so ein bisschen schwierig, die Patrouillenstrecke zu designen, also zu erstellen, weil die Bewegungsgeschwindigkeit ist auch erhöht. Und da habe ich auch mit der Lenkung meine Probleme. Aber der Jonah hat schnell seine Sachen gepackt und ist abgehauen. Aber da haben wir das erste Mal Barbecue Value. Und wir sehen die Aura vom Jonah. Und der ist ja wirklich schon ziemlich weit weg, ne? Also, uff. Und hier wird wieder erstmal Unterdrückung draufgepackt. So, Jonah war so in der groben Richtung ungefähr. Aber ihn jetzt halt zu finden, man hätte vielleicht einfach... Ah, da ist er. Da ist er. Ich wollte gerade sagen, man hätte vielleicht einfach direkt in die Richtung gehen sollen. Er geht auch. Ne? Er läuft nicht, er hinterlässt keine Kratzspuren. Er geht. Jetzt erst beginnt die Chase. Oh, war das flink? Ah! Und jetzt
wird abgewartet. Ja, der Minion muss reinschlagen. Er will hier den Doppelhit und den... Oh, auf den Stuhl. Ja, da er wollte den Doppelhit und... Den hat er auch nicht, Jonah. Jonah bettelt jetzt noch um Almosen. Aber das ist hier gelaufen. Und dann haben wir auch hier einen... Einen schönen 4K. Außer, nee, ich glaube, er kriegt jetzt keine 4%. Oder er kann es jetzt noch versuchen, solange Yui noch am Leben ist. Aber ja, er versucht es. Aber da wird nicht gegönnt. Jawohl. Ah, gucken wir gleich mal, dass wir noch das Scoreboard drin haben. Das sieht aber gut aus von der Länge her. Das war eine schöne Ritterrunde, muss ich sagen. Die war wirklich, wirklich sahnig. Also, der Druck wurde aufgebaut und aufrechterhalten. Aber die Survivor kam nicht so richtig klar irgendwie, ob es an der Map lag oder generell am Killer. Ich habe keine Ahnung. Es war aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Killerrunde, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Auch die Perk-Auswahl habe ich so auf dem Ritter noch gar nicht gesehen. War auch sehr interessant. Und ansonsten war das alles top. Du hast den Druck aufrechterhalten. Ja, du hast die wirklich hart unter Druck gesetzt. Erst, wo schon zwei Leute raus waren, kamen die Gents so ein bisschen nach und nach. Aber da war es eigentlich schon zu spät. Da war es definitiv schon zu spät für die Survivor, weil sie ja einfach schon zwei Mates verloren hatten. Also richtig, richtig top gespielt auf jeden Fall. Auf Larrys kann man den Ritter schön ausspielen, wie ich finde, auch eine gute Map erwischt. Und hat mir sehr gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, liebe Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Und Suicide ist, wie alle anderen Leute, die mal ein Video einschicken, in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.